So Leute, jetzt mal Wärmeleitpaste bei der Grafikkarte. Wie habt ihr euren PC denn soundtechnisch am liebsten? So? Oder vielleicht so? Ja, wer sich für zweitens entschieden hat, dessen PC ja aber eher wie erstens klingt, der darf und sollte unbedingt bis zum Ende weitergucken. Hallo und willkommen zu einem neuen Tipps-Video. Und heute ist es soweit, ich mache nämlich einen auf Hollywood und bringe mein erstes Remastered-Video raus. Denn das heutige Video zum Thema Silent PC, ja, das gibt es bereits auf meinem Kanal. Aber wie soll ich sagen, das Video war noch vom alten Monty und hat eine Überarbeitung definitiv verdient und er strahlt damit heute im frischen Glanz in meiner Tipps-Rubrik. Nun aber zum Thema. Wie allen meinen treuen Zuschauern bekannt ist, hasse ich ja nichts mehr als laute PCs. Okay, beim Zocken selbst ist es natürlich kaum möglich, einen Gaming-PC wirklich unhörbar zu machen, aber zumindest leise sollte er sein. Und das zu bewerkstelligen ist gar nicht so schwer, wie viele denken. Einfach ein paar Cookies einwerfen und dem Gehirn damit ein paar Kohlenhydrate gönnen. Die meisten, die sich mit der Materie Gaming-PC zumindest etwas auskennen, die kommen beim Nachdenken dann nämlich oft von ganz alleine drauf. Ja, und alle anderen, die bekommen in den nächsten Minuten die besten Tipps für einen leisen PC. Oh ja, und los geht's mit der Nummer 1. Punkt 1. Große Kühlkörper mit großem Lamellenabstand. Dass ein großer Kühlkörper in der Regel mehr Kühlleistung bringt als ein kleiner, das sollte ja jedem einleuchten. Hinzu kommt natürlich noch die Bauweise, die Einfluss hat. Aber was hat es mit dem großen Lamellenabstand eigentlich auf sich? Große Kühlkörper mit kleinen Abständen haben vollkommen ihre Berechtigung. Gerade im Hochleistungsbereich mit hochdrehenden Lüftern gibt es hier kaum Alternativen. Allerdings wird bei passiven Systemen oder langsam drehenden Lüftern der Luftstrom durch zu enge Lamellen stark behindert, sodass sich in der Praxis breite Abstände, wie beispielsweise bei einem HR2 Macho hier klar bewährt haben. Dieser schon ältere, aber immer noch sehr beliebte Kühler kann eine CPU die meiste Zeit auch vollkommen passiv kühlen. Hier solltet ihr, wenn ihr Tests studiert, also nicht die reine Leistung des Kühlers bei hochdrehenden Lüftern bewerten, sondern möglichst die Werte bei niedrigdrehenden Lüftern begutachten. Das gleiche gilt natürlich noch mehr für die Grafikkarte. Was ihr komplett vergessen könnt, sind hier Referenzkühler in DHE, also Direct Heat Exhaust Bauweise. Hier ist eine Custom-Lösung immer, wirklich immer vorzuziehen, egal wie schlecht. Eine sehr gute Lösung ist auch eine separate Kühllösung in Form der Arctic Acelero Modelle des Regentec Morpheus oder halt meines Prolimatec MK26 hier. Alternativ ist auch eine Wasserkühlung ziemlich gut, nur bedarf es hier sehr teurer Lösungen, um in Sachen Lautstärke auch mit teuren Silent Lüftern mithalten zu können. Punkt 2. Leise, aber trotzdem noch einigermaßen leistungsfähige Lüfter. Hier muss man einen Kompromiss eingehen, das ist einfach nicht anders möglich. Wer einen Silent PC haben möchte, wird niemals, niemals, nie niedrige Rekordtemperaturen erreichen können. Das sollte einfach jedem klar sein. Allerdings gibt es einige Lösungen, die trotz extrem niedriger Lautstärke noch eine passable Leistung bieten. Hier kann ich persönlich die sehr beliebten Lüfter Be Quiet Silent Wings und NB E-Loops empfehlen. Beide sind bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen quasi unhörbar. Die E-Loops empfehle ich aber hauptsächlich als Gehäuselüfter. Auf Grafikkarten sind diese nicht so optimal wie andere Lösungen. Hier empfehle ich, wie gesagt, Be Quiet Silent Wings oder Alternativen anderer Hersteller, die ich übrigens unter Video hier verlinkt habe. Aber eins könnt ihr euch merken, leise und trotzdem leistungsfähige Lüfter kosten immer etwas mehr. Also gleichzeitig Finger weg von Billiglüftern. Drittens, eine gute Lüftersteuerung. Die einfachste Lösung ist ein aktuelles Mainboard mit genügend Lüfteranschlüssen für CPU und alle Gehäuselüfter. Allerdings sollte hier unbedingt ein Mainboard gewählt werden, bei dem ihr die Lüfterkurve im UEFI genau euren Bedürfnissen anpassen könnt. Meiner Meinung nach hat hier Asus zurzeit die beste Lösung. Auch Gigabyte ist an sich nicht zu verachten, hier hatte ich aber immer wieder Probleme mit der Windows-Software. Aber ihr müsst jetzt nicht gleich ein neues Mainboard kaufen. Zum einen gibt es noch das tolle Programm SpeedFan, das schon älter ist und leider nicht mehr entwickelt wird. Dieses funktioniert jedoch immer noch recht gut und ist daher durchaus zu empfehlen. Leider nur für Windows-User, unter Linux funktioniert es leider nicht.
Aber es gibt noch viele externe Alternativlösungen für Lüftersteuerung, teils auch mit ansprechender Software dabei. Wer lieber händisch regeln will, für den ist eine reine Lüftersteuerung wie meine alte, aber gute Side Case Master hier zu empfehlen. Hier könnt ihr für jeden angeschlossenen Lüfter die Drehgeschwindigkeit per Poti anpassen. Eine LCD-Anzeige informiert euch dann über die Umdrehungsgeschwindigkeit der Lüfter. Zusätzlich schicken noch 4 Temperatursensoren ihre Werte auf die Anzeige. Eine Lüfterkurve kann damit jedoch leider nicht eingestellt werden, von daher ist dies nur für Gehäuselüfter sinnvoll. Ein passendes gedämmtes Gehäuse. Hier gibt es mittlerweile eine nahezu unüberschaubare Auswahl am Markt. Hier eine wirkliche Empfehlung auszusprechen, das fällt verdammt schwer. Sehr beliebt sind hier die Produkte von Fractal Design. Die optische Schlichtheit ist jedoch nicht jedermanns Sache, aber auch andere Hersteller haben entsprechende Produkte im Programm. Auch hier habe ich mit Be Quiet Gehäusen sehr gute Erfahrungen gemacht. Und nein, das Video wird leider nicht von Be Quiet gesponsert. Schade eigentlich. Jedoch muss unbedingt bedacht werden, dass eine Dämmung für etwas schlechteren Wärmetransport sorgt. Die Temperaturen in einem gedämmten Gehäuse sind grundsätzlich höher als in einem ungedämmten. Die Dämmung verhindert zum einen aber Vibrationen im Gehäuse und zum anderen Austritt des Schalls über die Seitenwände. Aber versprecht euch nicht zu viel von einem gedämmten Gehäuse. Es kann keine Wunder bewirken. Fünftens, das Entfernen jeglicher Lärmquellen. In der Regel sind gar nicht die Lüfter die größte Lärmquelle im PC, sondern die mechanische Festplatte. In Zeiten, in denen auch größere SSDs für die meisten erschwinglich sind, ist dies aber keine Lösung mehr. Von daher gilt nur eins, mechanische Festplatten haben in einem Silent PC nichts mehr zu suchen. Aber auch andere Lärmquellen gibt es noch. Da wären zum Beispiel die Pumpen einer Wasserkühlung. Denn gerade günstige Wasserkühlungen sind alles, nur nicht super leise. Hier muss man aber dann sehr viel Geld in die Hand nehmen, um mit der Lautstärke einer guten Luftkühlung mithalten zu können. Außerdem werden viele Dinge wie Netzteile und Spulenfilm von Grafikkarten überhaupt nicht bedacht. Selbst viele passive Netzteile sind nicht lautlos, da sie viele elektronische Geräusche wie zum Beispiel Spulenfiben von sich geben. Hier unbedingt die Testergebnisse studieren. Ich selbst nutze unter anderem ja auch ein Super Flower Golden Silent. Diese Lösung wird bei mir ja oft kritisiert, da es nicht allzu viele Fans von passiven Netzteilen gibt und viele moderne Netzteile im Idle-Betrieb die Lüfter eh abstellen. Jedoch bin ich sehr zufrieden mit dem Netzteil. Und selbst unter dauerhafter Volllast im Bereich von über 400 Watt wird das Netzteil nur handwarm. Aber wer es voll aktiv mag, findet mittlerweile auch viele andere Netzteile, die nahezu lautlos sind. Undervolten von CPU und GPU. Das ist jetzt ein Thema für Spezialisten. Also eigentlich allen, für die dieses Video jetzt nicht so gedacht ist. CPUs und GPUs laufen in der Regel mit deutlich höheren Spannungen als nötig. Dies ist so eine Art Sicherheitspuffer, den ihr mit entsprechender Hardware aber aushebeln könnt. Hierzu benötigt ihr für die CPU Mainboards mit entsprechendem Chipsatz, um die Spannung zu senken. Da dies bei jedem Mainboard-Hersteller aber unterschiedlich aussieht, kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Hier solltet ihr dann entsprechende Tutorials auf YouTube nutzen. Bei GPUs gestaltet sich das noch schwieriger, da hier oft ein eigenes BIOS aufgespielt werden muss. Denn die Möglichkeiten, die Spannung per Tools, wie zum Beispiel den MSI Afterburner zu senken, die sind entweder gar nicht vorhanden oder halt nur sehr gering möglich. Wer davon aber keine Ahnung hat und nur eine Grafikkarte mit einem Single-BIOS hat, der sollte hier besser die Finger von lassen. Falls ihr euch aber an sowas rantraut, verringert die Spannung immer Schritt für Schritt und führt danach einen Belastungstest durch. Diese Prozedur kann die Komponenten teils übrigens um viele Grad Celsius senken, je nach CPU und GPU. Korrekte Einstellungen von Treibern und Software. Vielen ist es gar nicht bewusst, aber auch das Spiel selbst und die Treibereinstellung haben einen entscheidenden Einfluss auf die Lautstärke des PCs. Je mehr Leistung das Spiel verlangt, desto mehr muss gekühlt werden. Und das ist doch logisch, oder nicht? Falls du kein absoluter High-FPS-Spieler bist, besteht die Möglichkeit, entweder die FPS-Ausgabe im Spiel auf zum Beispiel 60 FPS zu limitieren oder den Monitor direkt mit 60 FPS bzw. 60 Hertz zu betreiben und V-Sync oder Adaptive Sync wie zum Beispiel G- oder FreeSync einzustellen. Diese Methode bringt je nach Spiel einen deutlich kühleren und damit natürlich auch leiseren PC.
Und wenn ihr all diese Punkte befolgt habt, dann sollte einem nahezu lautlosen PC überhaupt nichts mehr im Wege stehen. Und falls ihr kein Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr zumindest mit einigen Einstellungen im BIOS oder halt per Tool noch eine Menge Lautstärke aus eurem PC, ja im wahrsten Sinne des Wortes, rauskitzeln. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch mit diesen Tipps weiterhelfen konnte. Und wenn ja, dann schreibt eure Erfahrungen doch mal unten in die Kommentare. Und alle im Video besprochenen Artikel habe ich natürlich unten in der Infobox verlinkt. Und das Wichtigste, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst den Daumen nach oben und das Abo nicht. Denn wie immer auf meinem Kanal gilt, liken und abonnieren macht schön. Und als besten und letzten Tipp für einen leisen PC habe ich übrigens noch folgenden parat. Einfach den PC mal ausmachen. Wobei, gibt's doch zu, viele von euch, die wissen nicht mal, wie das überhaupt geht. Denn wenn ihr mal draußen spielt, dann sieht das sicherlich genau so aus. So, und ich genieße jetzt die Ruhe meines aktuellen PCs, wobei der da hinten gar nicht so ruhig ist, wie ich es gern hätte, denn die schicke NZXT Wasserkühlung hier, ja, die ist leider jetzt nicht unbedingt als lautlos zu bezeichnen, aber egal, die sieht einfach hammermäßig gut aus. Ja, und mein X570 Board von Asus mit dem berühmt-berüchtigten Chipsatzlüfter, ja, der ist halt erst recht nicht silent. Ja, aber rauscht zumindest relativ angenehm. Aber absolut silent ist damit definitiv nicht möglich. Aber als Hardware-YouTuber hat man es ja gut und hat ja gleich mehrere PCs parat. Der zocke ich jetzt in aller Stille an meinem definitiv super leisen Test-PC, den ihr hier nicht sehen könnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.